Ob Kaffee oder nicht, wir bringen dich mit dem Podcast durch den Tag. Jeden Freitag mit Quattrofinia und seinen Freunden. Wissenswerter Hirnschwund. Wird präsentiert von RTL Plus, Spotify, YouTube, Apple Podcast und Deezer. Willkommen zur 13. Folge von Wissenswerter Hirnschwund. Heute nur mit mir und Marina wieder. Hi. Heute wieder eine kürzere Folge wie bei der letzten Folge. Und an der Stelle muss ich etwas zugeben, was ich in der letzten Folge gemacht habe und weshalb die Folge so kurz war. Der Rohschnitt ging 1,5 Stunden, runtergeschnitten aber nur 1/2 Stunde. Das lag daran, weil ich ein Thema komplett rausgeworfen habe beim Schnitt, weil ich da zuerst etwas erzählt habe und aber nur Bruchteile erzählen konnte, weil ich gar keine Ahnung mehr hatte. Jetzt habe ich es. Also es ging darum, um die Band Big Time Rush und ihre Serie. Und ich hatte da nicht wirklich was, ich konnte da nicht wirklich was zu erzählen und habe teilweise auch falsche Sachen erzählt und habe es deswegen wieder rausgeschnitten, weil inzwischen, ich bin jetzt schon wieder fast durch mit der Serie. Ich habe die kurz danach angefangen wieder zu schauen. Also innerhalb von einer Woche habe ich die Serie schon wieder durch. Das ist krass, also bin ich schon fast am Ende. Die suchte ich gerade durch und jetzt könnte ich eher was davon erzählen. Vielleicht mache ich das mal ein anderes Mal. Vielleicht, wenn wir beide das mal zusammen geguckt haben, so ein richtiges Feedback auch machen und so. Vielleicht können wir das mal machen. Und auch vom Film, den habe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt geguckt. Den habe ich beim letzten Durchschauen tatsächlich ausgelassen. Jetzt habe ich den letztens geguckt und ich persönlich fand den richtig cool. Dann gucken wir vielleicht irgendwann mal zusammen und da können wir ja in der Folge mal davon erzählen. Und ja, erstmal mache ich wieder mein Kokosblaubeere auf. Also ich bin halt so durch. Wenn ich halt was trinke, dann nur Wasser. Ich hatte die letzten Tage echt viel Sachen. Absolute Ausnahme bei mir, weil normal bin ich nicht so auf Alkohol, aber Fastnacht. Ja, sowieso, wenn man im Musikverein ist. Wird man da halt mehr oder weniger dazu reingezogen. Ansonsten haben wir heute nur zwei Themen, ein kleineres Thema und ein größeres Thema. Ich würde sagen, mit dem größeren fange ich an sogar. Und eigentlich dieses Thema hätte ich echt gerne eher mit Bela und Elvis auch noch ein bisschen mit besprochen. Vielleicht können wir das Thema nochmal ein bisschen genauer besprechen oder so, wenn die nochmal dabei sind. Ja, stimmt, das habe ich ja noch nicht erzählt. Heute wären eigentlich Bela und Elvis dabei gewesen, aber leider wäre das gestern gewesen? Ja, doch, gestern, weil gestern konnte ja ich nicht. Und so. Eigentlich wollten wir gestern und dann wollten wir heute so. Weiß ich gar nicht mehr, doch, ja, gestern Abend wäre es gewesen und Bela hat leider eine Erkältung bekommen, das hat er dann mir erst, heute Morgen abgesagt. Ach so, okay. Das hatte ich heute Morgen in die Gruppe geschrieben. Nee, heute Abend hätten wir eine Folge mit Bela und Elvis geschrieben. Leider hat Bela heute dann für heute abgesagt, weil er leider erkältet ist und schafft er leider nicht. Müssen wir ein anderes Mal machen und dann werden wir da das genauer besprechen nochmal. Ich werde das ein bisschen erzählen, vielleicht nicht ganz so ausführlich. Und zwar, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass ich ja auch ein Regisseur bin. Und zwei Serienprojekte leite. Genau. Da würde ich gerne, also eigentlich würde ich auch gerne das ganze Konzept erklären, aber ich mache das echt lieber, wenn Bela und Elvis dabei sind. Ich glaube, das wäre für die auch ein interessantes Thema. Ich würde das generell mal mit Leuten, die gar keine Ahnung von meiner Serie haben, versuchen, das alles zu erklären und so, aber hier macht es jetzt gar keinen Sinn. Ich würde aber gerne einfach für die Leute, die zuhören und vielleicht
auch diese Serienprojekte von mir vielleicht kennen, die mich davon noch kennen. Und vor allem die Leute, die auf eine neue Staffel warten, da würde ich gerne was sagen dazu. Einfach ein kleines Statement. Die Leute, die es gesehen haben, wissen, dass von meiner ersten Serie nach der zweiten Staffel sollte es ja weitergehen mit einer neuen Serie. Das sollte ja aneinander anknüpfen und danach sollte die letzte Staffel von der ersten Serie dann kommen und danach sollte es nur noch mit der zweiten Serie weitergehen die ganze Zeit. So war Genau. der Plan. Ja, die zweite Staffel der ersten Serie kam raus. Also gut. Nur, also ich habe jetzt, also die Szenen für die zweite Serie, die daran an das Ende von Staffel 2 anknüpfen sollte, die ist abgedreht tatsächlich. Aber da war jetzt nur das Problem, dass da eben Die Synchronaufnahmen fehlen. genau, wir finden keine Synchronsprecher. Das ist ein bisschen doof, weil das gerade bei dieser Serie, da sind so viele verschiedene Rollen und es ist echt schwierig, da Synchronsprecher zu finden. An sich ist alles abgedreht. Es ist, was das angeht, alles fertig. Es muss nur noch eingesprochen werden, danach kann es geschnitten werden und alles und dann ist das auch fertig. Würde ich echt gerne alles noch zu Ende erzählen, auch so vor allem. Und dann mit der letzten Staffel der ersten Serie anfangen und so. Das würde ich echt gerne alles machen, aber das verzögert sich erstmal und deswegen ist die Produktion erstmal unterbrochen. Zudem ich auch noch an ein paar andere Projekte arbeite. Erstmal auf jeden Fall das Ende von Quattrofinia, das letzte Video. Daran arbeiten wir ja noch weiter. Plus habe ich ja auch eine Band, das habe ich ja hier schon manchmal angesprochen. Und da sind wir ja gerade auch am Arbeiten an unserer ersten Single. Und das sind alles Projekte, die gleichzeitig laufen. Und ja. Genau. Ja, wie gesagt, ganze Geschichte und worum es in den Staffeln ging und so, das würde ich echt erst erzählen, wenn mehr Leute dabei sind. Weil ich würde da gerne die ganze Story erzählen, wie das auch ursprünglich war. Also das hat alles eine ganz große Geschichte, die ist seit 2017, also seit 2017 gibt es ja das ganze Projekt schon und aber das würde ich gerne erst erzählen, wenn mehr Leute dabei sind, würde ich sagen. Ja. Genau. Das andere Thema auf jeden Fall, ein interessantes Thema, was ungewohnt ist, dass ich es mal anspreche. Ich hatte erst letztens kurz nochmal darüber nachgedacht, über dieses Thema. Ich dachte, das ist. Also, ich dachte mir so, das ist trotzdem vielleicht auch wichtig anzusprechen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, und zwar geht es im Großen und Ganzen um Werte in öffentlichen WhatsApp-Gruppen. Ich weiß nicht, ob man schon direkt versteht, was ich damit meine. Damit ist halt einfach gemeint, es gibt WhatsApp-Gruppen, die bei Facebook und Co. beworben werden. Also ich bin schon seit Jahren, also schon wirklich seit vielen Jahren bei Facebook in der Gruppe drin. Also ich bin da in so vielen Gruppen drin und folge ganz vielen Leuten, mit denen ich gar nichts mehr zu tun habe tatsächlich. Ich habe einfach keinen Bock, Leuten zu entfolgen und irgendwie rauszugehen. Das ist einfach so. Ich mache sowas einfach Ja. nicht. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Aber mir wird deswegen das immer wieder angezeigt und ich war früher selber. Also es gibt eine Gruppe bei WhatsApp, bei Facebook, wo WhatsApp-Gruppen beworben werden zu bestimmten Themen. Ich war früher auch mal in welchen drin und mir ist es seitdem immer wieder was aufgefallen, was ich immer noch nervig finde. Und ich sehe es immer wieder, wenn mir das angezeigt wird in der Beschreibung, die Voraussetzung in der Gruppe beizutreten. Und diese Werte, die da vermittelt werden, ist halt schon sehr krass. Als Beispiel mal zum Beispiel, dass die immer wissen wollen, wie man aussieht. Also denen ist es auch immer wichtig, wie man aussieht, ob man gut aussieht oder nicht, so in deren Geschmack her. Wo man wohnt, wie alt man ist, wenn man. Also, und das ist ja auch noch so ein Ding, die meisten Gruppen haben immer so eine
Alters, wie nennt man das? Also von wann bis wann man da beitreten darf. Zum Beispiel, man muss mindestens 18 sein, maximal aber 30, um in der Gruppe dabei zu sein. Was ich halt auch eigentlich mittlerweile totalen Quatsch finde, weil auch ein 13-Jähriger kann sich benehmen wie ein 18-Jähriger. Sagen wir mal so. Das würde man ja dann rein theoretisch herausfinden. Aber direkt zu sagen, generell, wenn man unter 18 ist, hat man nichts in der Gruppe zu suchen, finde ich auch doof. Und ja, es war auch immer so, dass immer so beworben wurde mit, ne, dass Leute, da man sich ja mit Bild vorstellen soll, dass man da, dass da kein Mobbing erlaubt ist und dass man da respektvoll miteinander umgehen soll, woran sich aber nie gehalten wurde. Das heißt, da wurde immer sehr oberflächlich gehandelt. Aber ich finde, solche Fangruppen finde ich generell viel besser, weil man da ja die gleichen Interessen so Eben. hat. Und da ist es ganz egal, wie man aussieht, da muss man sich nicht mit Bild vorstellen. Und das finde ich halt immer total nervig, wenn man das muss, weil warum ist es denn wichtig, wie diese Person aussieht? So, weiß ich nicht. Also, es kann vielleicht zum Vorteil sein, aber es sollte keine Pflicht sein. Also man kann sagen, man kann sich mit Bild vorstellen, wenn man will, aber man soll nicht dazu gezwungen werden, weil das ist immer bei diesen Gruppen immer Pflicht, sonst darf man nicht rein. Und ich habe das früher habe ich niemanden ein Bild von mir geschickt. Und dann Ich auch nicht. bin ich zum Test einfach in so eine Gruppe reingegangen und habe denen auch habe diese Leute auch zur Rede gestellt, warum das denen denn so wichtig ist. Und dann wurde ich auch rausgeworfen aus der Gruppe, weil die auf solche Diskussionen keinen Bock hatten. Aber ich finde es tatsächlich, ich habe mich von der Art her total verändert und so würde ich nicht reagieren. Mittlerweile ignoriere ich sowas. Aber ich finde es trotzdem immer noch so eine Unverschämtheit, weil ich finde, das sind so richtig falsche Werte, die vermittelt werden einfach von diesen Ja. Gruppen. Ich finde es halt einfach nur dumm und unnötig. Definitiv. Ich finde es sowieso viel schöner, wenn Gruppen gemischt sind. Also wenn alle Leute willkommen sind und jeder sein, ja, irgendwie gehört man dann zusammen, wenn alle die gleichen Interessen haben, aber unterschiedlichen Alters. Das ist manchmal auch richtig interessant dann so. Also ich finde es total schön, aber so Wertegruppe finde ich auch total bescheuert. Ich kann ja mal ein paar Vorschläge nennen, falls Leute sich nichts darunter vorstellen können. Ich guck mal kurz. WhatsApp-Gruppen. Genau, so heißt die Gruppe hier sogar. So. Oder hier sogar zum Beispiel. Du suchst Ablenkung vom Alltag. Du hast Bock, neue Leute kennenzulernen. Du bist zwischen 20 und 40 Jahre alt. Also die haben richtig viele Ansprüche. Erstmal, man muss zwischen 20 und 40 Jahre alt sein. Und wenn man da auch nachfragt, was ist, wenn man 19 statt 20 ist? Nö, darf man nicht. Ist denen scheißegal. So. Aber okay, lernst gerne Leute kennen. Du suchst sehr gerne neue Freundschaften. Humor. Deutschland, Österreich und Schweizer Nummern werden reingelassen. Also wenn jetzt ein Pole reinkommt, der aber auch Deutsch kann oder so, ist ihnen egal. Also so ungefähr, ne? Also es ist krass, was die da für Ansprüche teilweise haben. Gut, bei solchen Single-Gruppen, dass man nicht unter 18 reingelassen wird in die Gruppen, ist klar, das ist verständlich auch. Finde ich auch gut so. Aber weiß ich nicht, teilweise. Unsere Gruppe ist ab 18 bis Open End. Sowas zum Beispiel finde ich besser. Wenn man sagt, so unter 18 ist natürlich, finde ich dann teilweise bei, gerade bei solchen Gruppen immer schwierig, Leute unter 18 reinzulassen in solchen Gruppen, weil, ja. Wobei, das fand ich auch immer doof, deswegen tue ich auch keine Links mehr veröffentlichen. Kennt ihr solche Bots? Also, ich spreche jetzt allgemein euch an, ich meine klar. Aber auf jeden Fall, wenn ich Leute vertraue, ich sag denen halt immer so, ja, bitte halt nicht den Link weiterschicken. Weil wenn man den in Story postet, dann kommen immer solche Bots rein und das war immer so richtig schlimm, solche Bilder Ja, zu bekommen. Seitdem mache ich das nicht mehr öffentlich. ich hab ja eine WhatsApp-Gruppe in
Von der Ärztin eine relativ große und die ist zwar öffentlich, aber ich habe noch nie die wirklich auf Instagram und so gepostet, weil erstens würde man ja dadurch meine WhatsApp-Nummer auch wissen, rein theoretisch, und zweitens ist es dann halt eh, das ist, also ich will da nicht richtig viele Leute drin haben. Wir sind 30, 40 Leute oder so, und das finde ich reicht dann halt auch so ein bisschen. Und wenn Leute dann aber mich privat fragen, ob ich den Link schicken kann, weil jemand rein will oder so, ist kein Problem. Aber ich bin da nicht für, dass man das, dass man die Gruppe so sehr in die Öffentlichkeit packt, weil das ist ein bisschen zu viel irgendwie. Also Ja. das, ja. Jetzt, ich habe da inzwischen keine Probleme so mehr damit, weil mit den Leuten, mit denen ich so schreibe, komme ich eigentlich schon klar. Also, ja. Genau. Aber ich bin jetzt auch nicht mehr in so viele drin. Also, früher war ich in richtig viele und dann gab es auch noch diese Roleplays. Das hat dann irgendwann, die habe ich dann irgendwann alle verlassen, weil irgendwie, keine Ahnung, du bist mal offline und dann schreiben die weiter in der Gruppe und ja, gut. Dann muss ich ja gefühlt dann laufend vorm Handy sitzen und das so dann schreiben und meine WhatsApp-Gruppen, die sterben irgendwie generell alle aus, die erstelle ich und dann sind sie nach ein paar Jahren paar Wochen wieder komplett ja tot. Weiß nicht, was Aber da immer da passiert. einmal hatte ich das auf jeden Fall mit einer ganz, also auch sogar von, was die Ärzte anging, so nur eine ganz öffentliche Gruppe, in der du nicht warst. Aber die wurde damals öffentlich in Instagram-Stories beworben. So, also die war ganz öffentlich. Und da konnte auch jederzeit immer jeder rein und so. Und ich habe die, glaube ich, auch relativ beworben. Aber da war ich, war meine Seite noch nicht ganz so groß. Da habe ich erst so richtig angefangen tatsächlich. Also es war ja so, ich habe ja mit dem Worum es geht Account offiziell Januar 2020 angefangen, aber danach direkt auch wieder stillgelegt. Damals hieß es auch noch nicht Worum es geht, sondern Ärzte-Fanpage noch was irgendwie. Und dann bin ich, ja, bin ich in diese Gruppe irgendwie gekommen und hab dadurch auch ganz viele andere Fanseiten kennengelernt, und dadurch hatte ich irgendwie wieder Bock, fanseitenmäßig was auf Instagram zu machen. Und dann habe ich weitergemacht und mich auch umbenannt in Worum es geht. Und dann wurde ich auch aktiver und habe das aber, diese Gruppe auch sehr beworben und so. Und dann kamen immer mehr Leute rein und das war echt eine ganz große Gruppe. Aber am meisten, die meisten Leute da waren viel, viel jünger als ich. Und damit habe ich tatsächlich ein Problem. Ich hab da, also wenn da so ein Generationsunterschied ist, wenn da so 12-, 13-Jährige sind, das ist schon ein krasser Unterschied. Also ich Und finde das ganz süß. aber ich hatte schon, glaube ich, immer Probleme gehabt, mit Jüngeren gut auszukommen. Das klappt einfach nicht. Also ich hatte, und das war halt auch einfach, weil die Gruppe so groß war. Und das war halt so das Problem. Zudem in dieser Gruppe auch die Person war, die ja auch diesen Fake-Account gegen mich erstellt hat. Ich weiß nicht, ob Leute das noch wissen. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, das war zwar Anfang 2022. Da hat jemand ein Anti-Worum es geht-Account gemacht. Wo dann irgendwie das Erzlogo, was ich da ja als Profilbild habe, da war, und dann so ein Kreuz dadurch und alles, und hat dann aber in jedem, also hat tausende Beiträge da mit diesem Bild gemacht und immer dann dazu irgendwelche Sachen über mich geschrieben, die ja gar, also so irgendwelche Behauptungen, auch strafrelevante Sachen. Und lustigerweise war es halt auch die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diesen Account überhaupt gibt. Und das war ja das Auffällige, weil die Person hat mir den Account geschickt, und der Account war ganz frisch, die Beiträge waren ganz frisch, und warum sollte diese Person so einen Fake-Account finden? Erst so, also, ne, und das war ja schon sehr auffällig. Aber es gab noch andere Indizien, die dazu hingedeutet haben, dass es diese Person war. Ich habe das einfach herausgefunden. So irgendwann
findet man sowas heraus. Und ja, und das war unter anderem einfach ein Problem von diesen großen WhatsApp-Gruppen, zu dem dann auch da dieses ganze Rumgeschicke mit Fake Leaks war. Diese Person hat halt auch auf Instagram mal so ein Fake Leak von Noise veröffentlicht und das ist auch groß gepostet, dass dadurch hat er total Aufmerksamkeit bekommen, ist sogar ins Video von Brain Damage gekommen und so. Das war ja auch so ein Ding, der hat, also ich habe halt einfach auch Spaß geschrieben, dass man ja einfach so Fake Leaks einfach erstellen könnte, um Brain Damage reinzulegen, so, ne, so, aber das war ja totaler Spaß. Und der hat es halt tatsächlich dann durchgezogen, hat mich gefragt, ob er es wirklich machen soll. Und ich meinte dann auch so, ja, mach was du willst, so, ne, weil mir war das egal, soll er halt machen, ne. Und er ist halt dann auch tatsächlich ins Video gekommen. Das war halt eigentlich nur sein Ziel, dass er ins Video von Brain Damage irgendwie schafft. Und ja, Brain Damage hat über diesen Fake Leak geredet. Und das war halt auch so ein Ding. Ich weiß halt nicht. Also, ne, und gleichzeitig hat diese Person ja auch noch, ja, Fake-Accounts gemacht und alles und alles Mögliche gemacht, worauf ich jetzt nicht näher eingehen werde. Aber ich werde auch keine Namen nennen, das ist klar. Wenn die Person das hört, weiß sie auch selber, dass das war, dass er es ist, dass er gemeint ist. Das weiß die Person selber. Und oder vielleicht auch Leute, die das damals mitbekommen haben. Ja, wie gesagt, das ist halt eben das, was so mein Problem mit diesen Gruppen ist, weil sowas passiert halt einfach durch diese ganzen Gruppen. Und das ist mir da viel zu viel Stress. Ja, war ja auch bei unserer so, deswegen bist du ja dann auch raus. Nee, also ich bin irgendwie grundsätzlich so sogar, dass ich eher mit Jüngeren auskomme, aber auch mit Älteren. Aber hauptsächlich so Jüngere, weil du dann im ersten Moment denkst, okay, die sind in deinem Alter und dann kommen die, aber wenn du dann nur so eine Fanseite siehst und dann merkst du dann aber so, wenn du mit denen schreibst, und ja, nee, ich bin ja so und so alt, dann denke ich mir immer so, ja, egal, Hauptsache Fan und so, Hauptsache gleiche Interessen. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch erstmal egal. Aber, also zum Beispiel Bela und Elvis, mit denen verstehe ich mich auch super. Die sind ja auch viel, viel jünger als ich. Auch locker 10 Jahre jünger als ich, so. Aber trotzdem versteht man sich ja, ne? So. Ne, und das ist ja nie ausgeschlossen. Aber das ist halt einfach, weil ich habe halt trotzdem überwiegend nur mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Jüngeren. Das ist einfach so. Überwiegend bisher schlechte Erfahrungen gemacht, das ist halt leider so. Aber gibt auch Ausnahmen eben. Wie mit Bela und Elvis. Also genau sowas. Ja, und das war ja sowieso. Genau, und dann war ich ja noch in einer anderen Gruppe, die ja auch öffentlich war, dadurch, dass es entstanden ist durch einen Adventskalender, was wir mal gemacht haben da. Und da war ich ja auch dadurch in dieser Gruppe drin und habe da ja auch jüngere Leute kennengelernt und so. Und ja, aus der bin ich dann auch ausgetreten, weil es mir dann zu viel wurde und seitdem halte ich mich von sowas auch eher fern. Und seitdem fängt es ja auch an mit diesen ganzen Skandalen, die ich habe, die Kev und ich letztes Mal ständig angesprochen haben, oder relativ am Anfang des Podcasts, aber mal Witze darüber gemacht, das ist halt, ja, Ja gut. ich nehme sowas mittlerweile gar nicht mehr ernst, so. Ja gut, diese Personen, die ist ja sogar älter als wir. Ja, das ist ja eben das Traurige daran. Nee, aber das jedenfalls, ja, aber ich bin ja auch nicht der Einzige, der Probleme mit solchen Gruppen hat. Es sind ja damals aus dieser Gruppe auch einige ausgetreten, weil sie Probleme mit Personen hatten, mit denen ich auch Probleme hatte und Ja, ja. bei mir ist halt irgendwie so ein Zwiespalt. Irgendwie denke ich mir, ja, manchmal kann man mit den Leuten schreiben und ich will neutral bleiben. Und vor allem finde ich das doof, wenn man eine Gruppe, die man selber erstellt hat, dann verlässt irgendwie. Weil das war ja bei dieser einen Gruppe auch so. In der Gruppe, wo wir uns damals kennengelernt haben, und dann habe ich es natürlich irgendwann dann bereut gehabt und so und wollte wieder Admin sein. Genau.
Ja, Oh. es ist halt Aber so. die Gruppe ist sowieso inzwischen relativ still oder so. Also es wird nur manchmal was reingeschrieben. Wie gesagt, Ja. meine Gruppen, die sterben immer alle aus. Ja, Die jedenfalls kann sind ich. immer richtig aktiv und dann. Aber dieser Podcast fühlt sich auch immer manchmal so an wie so eine Serie, wo dann Hauptdarsteller so dauerhaft da sind und dann plötzlich pausieren sie so, und das ist dann erstmal ein komisches Gefühl. So ungefähr. Einfach weil wir schon seit langem nicht mehr vollzählig sind, es verlassen uns immer mehr Leute. Aber irgendwann wird das hoffentlich alles ein bisschen besser. Also zumindest die eine oder andere Person wird vielleicht auch häufiger hier auftauchen im Podcast, wenn alles gut klappt. Das wäre natürlich ganz gut. Und was ich letztens in einem Chat auch besprochen hatte, das war in einer Premiere, Videopremiere von dem lieben Colt. Grüße gehen raus, falls du das hörst. Wir hatten auch darüber geschrieben, dass ich eben auch die Idee hatte, Interviews hier irgendwie zu führen im Podcast. Das wäre natürlich eine coole Idee. Aber ja, wie gesagt, muss man gucken, mit wem man ein Interview führen könnte. Ein paar Ideen sind da schon, aber man muss mal gucken, wie man das umsetzt und wie man da am besten anfragt und so weiter. Ja. Mit Bela oder Fragen. Nee, das wird nie Das passieren. wird leider nie passieren, Nee. nee. Aber mit Rob oder sowas, das wäre schon cool. Ah ja, mit Rott, Rob Rob. wäre es echt Ja. richtig cool, ja. Da war es nicht mal abwegig. Das wäre mal Ja. cool, so nochmal so ein bisschen. Die sind zwar im letzten Podcast letztens da schon ein bisschen drauf eingegangen, aber dass wir nochmal genauer eingehen mit der ganzen Zeit, was das Racing-Team, so wie kam er überhaupt zu den Grenzen und alles, dass wir da nochmal näher drauf eingehen. Das wäre echt spannend, einfach nochmal zu erfahren, das wäre cool. Mal gucken, ob das irgendwie sich einrichten lässt. Das wäre natürlich richtig cool. Ja. Oder Ronja. Nein. Ich glaube, stimmt, das ist jetzt sogar die letzte Folge, bevor ich Adam Angst live sehe. Jetzt, ja, also jetzt von unserer Sicht aus ist es noch ein bisschen hin, ist es noch 2 Wochen hin, aber die Folge erscheint ja nächsten Freitag und der Donnerstag darauf sehe ich ja Adam Angst live. Es ist die vorletzte Folge, die ich davor aufnehme, aber die letzte, die davor erscheint. Ja. Stimmt, das heißt, genau, jetzt wo ihr die hört, ist es nur noch eine halbe Woche hin. Sind es nur noch 6 Tage, genau, das sind es nur noch 6 Tage, bis ich Adam Angst live sehe. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, ich kann ja auch noch mal so ein bisschen zurückblicken, was könnte so gespielt werden, vielleicht. Wie gesagt, das ist die letzte Folge, die ihr hören werdet, bevor ich Adam Angst live sehe. Und kann ja mal kurz gucken. Ja. Ja, so ist das halt. Was? Nichts. So, ach so, wo ist denn diese Wunschdings? Egal. Hier habe ich eine Playlist mit allen Songs zumindest. Wir werden alle sterben, das wird bestimmt gespielt. Weil es auch so jetzt bei dem Vor-Band-Gigs wurde es immer gespielt. Ja, wer weiß. Ja, ich weiß. Wird vielleicht auch gespielt. Das wurde zumindest in Hannover bei den Donuts gespielt. In Bremen aber nicht. Professoren wird auf jeden Fall gespielt. Das ist ja deren größter Hit. Wunderbar wäre so toll, wenn sie den spielen würden, weil ich mag diesen Song so sehr. Lauft um euer Leben. Nicht, was der Teufel sagt, wäre zwar auch cool, einfach weil dieser Song so einen Ärztebezug hat, ist ein bisschen an einem Ärztesong angelehnt, aber wird, denke ich mal, auch nicht mehr gespielt. Am Ende geht es immer nur um Geld. Nee, Wochenende saufen geil. Wird man, denke ich mal, auch nicht mehr spielen, nicht unbedingt. Splitter von Granaten wird gespielt. Flieh von hier, Altar, weiß ich nicht. Punk wird auf jeden Fall gespielt. Alexa wäre toll, wenn sie das spielen, auf jeden Fall. Blase aus Beton wird gespielt, das ist auch immer im Set. Alle sprechen Deutsch wird auch immer gespielt. Damit ich schlafen kann, wäre so geil, das ist auch ein so toller Song. Kriegsgebiet
denke ich nicht, immer noch auch nicht, Alpha-Tier auch nicht. Dich immer Nazi nennen, fände ich schon gut. Physik fände ich auch gut. Die Lösung für deine Probleme wird gespielt. Unangenehm wird, glaube ich, nicht gespielt. Und da rätsel ich ja immer noch, wer das singt, weil es ist die Band selber. Wie gesagt, Wutgruppe 0, das ist ja Adam Angst selber. Und es singt mit Sicherheit nicht Felix. Da bin ich mir sicher. Also die Stimme ist einfach zu tief. Unter meinem Fenster wird gespielt. Mindset wird gespielt, mit Sicherheit. Angst auch. Wir sind zusammen auch. Mord nicht. Orde, Toilette wird vielleicht gespielt, doch. Schmerz und Range Rover nicht. Aber dass du bleibst, wird gespielt. Das ist so meine Vermutung. Das waren jetzt tatsächlich alle Songs, die es überhaupt gibt von Adam Angst sogar. Die haben nicht viele Songs. Also die haben nur 30 Songs oder so. Und irgendjemand hat meine Playlist sogar gesaved. Wer war das? Ich sehe hier Ja, irgendjemand. ich sogar nicht. Namensweise. Normalerweise save ich immer deine Playlist, aber Dann war es Laura oder so. wahrscheinlich. Naja, jedenfalls, ja. Unsere Playlist ist übrigens online, die wir Genau. in der Ja, vorletzten vorletzten. Podcast-Folge, also von euch, nicht die letzte. Also Vorletzte. ja. Genau. Ja, genau, die findet ihr unter Spotify. Habe ich erstellt. Wir werden die auch immer wieder aktualisieren. Die Ja, wie sie. anderen, Laura hat noch gar nichts hinzugefügt. Wahrscheinlich, weil wir schon das Wichtigste drin haben, so. Ja, übrigens, Bela hat auch geschrieben, dass er die Playlist, also das hat sich auf jeden Fall für die Donuts Vorschläge bedankt, hat die in seiner eigenen Playlist hinzugefügt. Die Donuts-Songs, die wir vorgeschlagen haben. Und vor allem eine Nachricht, die mich sehr erfreut hat. Ich hoffe, du hörst hier bis hierhin auch noch zu. Und zwar Window Colors. Sie hört jetzt gerade unseren Podcast aktuell komplett durch. Ist noch relativ am Anfang. Sie hört sich das jetzt immer bei Window Colors malen an. Cool. Und das Es ist wäre eine natürlich schöne. auch schön, wenn wie bei anderen Podcasts, also wenn ihr wollt, könnt ihr gerne zu unseren Podcasts, falls sich's irgendwie ergibt, irgendwie welche Zeichnungen machen oder so. Oder generell irgendwelche Beiträge oder so, also Nein. genau. Doch. Aber das wäre natürlich echt cool, wenn es sogar zu dem Podcast ein Window Color gäbe. Das wäre richtig cool. Ja, und Grüße gehen raus, auch an Ja. eine Freundin von mir, die hat auch letztens angefangen. Ich weiß nicht, ob du die neuen Folgen auch hörst, wenn du dazukommst oder so, aber sie hat auf jeden Fall vor ein paar Tagen angefangen, Podcast zu hören von uns. Und ihr hat es auch sehr gut gefallen. Also mal gespannt, ob sie weiter hört. Wenn ja, dann gehen Grüße raus an dich. Genau. Wär generell mal interessant, wer unsere Podcasts so hört. Ja, ihr könnt euch gerne dann mal bei uns melden, so dass wir so eine grobe Richtung haben, wer so unsere Zuhörer sind. Also ein paar wissen das da natürlich, aber ja, wäre mal so interessant, wenn ihr euch bei uns melden würdet, einfach so ein Feedback geben oder so. Genau. Und ich hab letztens mal so Konzertvideos angeguckt von Big Time Rush, was mich da so erwarten wird in einem halben Jahr. Und zwar dachte ich schon, dass es bei Die Ärzte heftig ist, so von den Fans her, aber Das kann ich mir vorstellen. Big Time Rush ist eine Boyband, sage ich mal so. Das ist eine richtige typische Boyband und ich habe. Auch den ganzen, ich habe viel einige Videos mir angeguckt und ich habe keinen einzigen Jungen gehört oder gesehen im Publikum. Oh. Das ist heftig und es ist richtig laut. Also ich muss Oropax mitnehmen, glaube ich. Das ist richtig laut. Das müssen wir uns später mal angucken per Watch Together oder sowas. Ich brauch's. Das muss ich dir unbedingt mal zeigen, weil das, Alter, das wird laut.
Aber dafür sind deren Shows echt gut, weil ich dachte echt am Anfang, es ist eine Boyband, vielleicht, also hatte ein bisschen Angst, dass sie da sehr viel mit Dings arbeiten. Wie nennt sich das nochmal? Playback. Aber nee, ist komplett live. Die haben dann eine Liveband auch und so, und das hört sich alle schon echt an, zumindest. Also das finde ich halt gut. Und das war früher auch schon so, dass die haben immer live gesungen. So, das hört man auch immer daran, weil die manchmal, weil das ist eine richtige Boyband, das heißt, da gibt es ja auch keinen festen Frontmann, sondern es gibt halt die Band besteht nur aus Sänger. Ne? Und während dem Song singt auch nicht immer nur einer, sondern wechseln sich immer komplett ab. Das ist ja bei jeder Boyband so, bei jeder klassischen. Das ist da was anderes als bei die Ärzte. Bei denen ist da komplett was anderes. Die Ärzte ist ja keine Boyband. Bei denen ist es ja was anderes, aber bei klassischen Boybands ist es ja so, dass man während das ja beim Song dann abgewechselt wird mit dem Gesang, und da gibt es eigentlich im Studio immer eine richtige Reihenfolge oder so, ne, und live wird das aber immer mal wieder durchgewechselt. Also mal singt der den Part, mal der den Part. Also es ist halt live ein bisschen abwechslungsreich, und daran merkt man es auch. Oder es gibt einen Song, ein älterer Song, den sie mal gemacht haben, wo eigentlich, glaube ich, Kendall Schmidt singt komplett und live eigentlich auch, aber es gab auch ein paar Live-Auftritte, also beides vom letzten Jahr. Also ich habe einmal Aufnahmen von den letzten paar Jahren gesehen, wo er auch live, auch komplett alleine das gesungen hat, aber auch ein paar Auftritte von den letzten paar Jahren gesehen, wo alle singen den Song. Also es ist halt immer sehr, es wird sehr abgewechselt, und auch das Set wechseln sie sehr durch, auch wenn das Set nicht lange ist immer, aber die wechseln auch immer mal wieder durch, andere Opener und. Das muss man sagen, und die spielen auch relativ viel Altes. Dafür, dass sie so viele neue Songs haben, wird aber sehr viel Altes gespielt, was ich überraschend finde tatsächlich. Aber für mich jetzt als Kulturfan ist das eigentlich sogar auch besser so, weil ich eher so die alten Songs halt kenne und auch sowieso die alten Songs besser finde. Ich denke mal, das liegt auch eben daran, dass sie das eher spielen, weil die älteren Songs waren halt mehr für live gemacht, und die neueren Songs sind wirklich so eigentlich eher fürs Anhören gedacht und nicht fürs Auftreten, hat man teilweise das Gefühl. Das ist alles sehr künstlich und so im Studio, also die neuen Songs, sehr poppig und sehr künstlich und alles. Teilweise auch mit Autotune. Ja, die Songs finde ich dann nicht so geil, aber die haben schon ein paar gute Songs, muss man auf jeden Fall sagen. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Ist jetzt schon wieder los? Nichts. Ja, aber ich bin da halt auch in so einer Gruppe drin, und da sind ja auch nur Mädchen. Ich bin dann der einzige Junge dort und habe das so reingeschrieben, und da meinten die auch schon so, dass ich mal abwarten soll, wie es dann beim Konzert sein wird, weil ja, und dann habe ich das auf Videos gehört und gesehen, dass das tatsächlich, ich dachte irgendwie so, früher wäre das vielleicht so gewesen. So, früher war das so wirklich eine typische Boygroup wie One Direction und so. So, ne, bei sowas ist es dann klar, aber ich hätte nicht gedacht, dass es immer noch so ist, dass sie immer noch so gut wie nur Fangirls haben. Also ich kenne halt auch gar keinen Jungen, der die wirklich mag. Es ist halt wirklich so. Ich kenne keinen Jungen, der die jetzt so richtig feiert. Also es ist heftig. Und wie gesagt, auch auf den Videos, da sehe ich keine Jungs dazwischen, also das ist Fanboys haben die nicht so wirklich. Das ist, das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Das ist tatsächlich so geblieben wie früher. Aber das hat mich sehr überrascht. Mal gespannt, wie das wird, wenn wir den Film angeguckt haben. Welchen? Hat die Serie. Bisher kann ich mir drunter noch nicht so wirklich. Ach so. Ja, stimmt, ich kann eigentlich darüber
jetzt besser erzählen, ja, also ohne dass ich Sachen spoiler. Also wenn wir die uns angeguckt haben, können wir ja auch beide so richtig davon berichten. Ich kann ja jetzt zumindest ein bisschen von der Handlung besser erzählen. Jetzt weiß ich ein bisschen besser. Also ich hatte letztes Mal, also oder ich erzähle mal von vorne. Also es geht halt wirklich um vier Jungs, die ein gewöhnliches Leben führen, bis dann aber ein gewisser Gustavo Rock in die Stadt kommt und einen Talentwettbewerb veranstaltet, um einen neuen Sänger für für seine Produktion zu suchen. Und der James, das ist einer der vier, der hat die ganze Zeit schon einen Traum, Sänger zu werden, und will sich da unbedingt bewerben. Ja, seine drei Freunde, die unterstützen ihn dabei und so. Und da sie da bei diesem Talentwettbewerb keine guten Leute da finden, werden die anderen irgendwie auch mit reingezogen und müssen da auch auftreten, weil sie halt auch dabei, sie ihn da begleitet haben. Und dann haben sie da so solche Nummern, die so aufgerufen werden, bekommen. Mussten dann zwangsmäßig auch teilnehmen und haben aber alle total versagt. Und ja, wie gesagt, der Produzent ist halt nicht so der Netteste. Und der ist noch schlimmer als Dieter Bohlen. Also der wird halt immer sehr schnell aggressiv und so. Aber an sich netter Mensch, aber wird immer sehr aggressiv und so und regt sich immer sehr schnell auf. Und ja, der Kendall Schmidt, so heißt er in echt. Also in der Serie haben sie andere Nachnamen alle irgendwie, glaube ich. Ja, ich glaube, die haben alle einen anderen Nachnamen bekommen, aber die Vornamen sind geblieben. Aber der in echt Kendall Schmidt heißt, ist lustig, dass er einen deutschen Nachnamen hat, weil sonst ist er das Englische. Schmidt ist eigentlich Smith, aber er hat tatsächlich die deutsche Version Schmidt. Jedenfalls der tritt da auch auf und hat irgendwie so eine Art gegenüber dem Produzenten, irgendwie so eine Art ihm gezeigt, den den Produzenten aber gefallen hat. Und dann ist er, nachdem sie, sag ich mal, von der Security rausgeworfen wurden, also da gab es so eine so totale Auseinandersetzung, weil die es nicht verstehen konnten, warum er so gegen James ist und so und dass er nicht gut singen könnte und sowas. Und dann hat eben dieser Kendall gesungen und hat eben den Produzenten angegriffen und so. Und dann ist er irgendwann vorbeigekommen bei ihm zu Hause und hat gesagt, dass er ihn aber als Sänger haben will, tatsächlich. Also den Kendall und nicht den James, der eigentlich Musiker werden wollte. Und er hat es abgelehnt zur Solidarität gegenüber seinem Freund James und so. Und die meinen auch, dass er es aber eigentlich nicht ablehnen kann und so. Und dann hat er irgendwann am Ende gesagt, also er hat eigentlich abgesagt, meinte, haben sich aber dann nochmal da nochmal getroffen und dann meinte er so, er würde nur mitkommen nach LA, wenn die eine Band daraus machen, also wenn die seine Freunde mitkommen dürfen und die daraus eine Band machen. Da war eigentlich der Produzent dagegen, aber da meinte er dann, sonst kommt er nicht mit und sonst müsste er wieder weitersuchen nach einem neuen Sänger. Und ja, so wurde es daraus dann eine ganze Band. Und die sind dann, ich hatte letztes Mal erzählt, das wäre ja sowas wie ein Internat oder so. Das ist nicht so. Das ist tatsächlich offiziell ein Hotel. Das wird auch öfters in der Serie erwähnt. Ist mir dann jetzt erst so aufgefallen. Das ist ein Hotel, wo aber auch eine Schule ist. Und in diesem Hotel sind eben Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwas erreichen wollen. Schauspieler, Sänger, alles Mögliche, was man in der Öffentlichkeit machen kann. Eben sowas, zum Beispiel sogar ein Hund, der irgendwie außergewöhnliche Fähigkeiten hat und sowas halt, also alles Mögliche da, und dann ist da auch so ein komischer Hotelmanager, der irgendwie gar keinen Bock auf seinen Job hat und so. Es ist halt, ja. Und von diesem Kendall kommt halt seine Mutter und seine kleine Schwester, die sind halt dabei als, oder halt die Mutter von ihm ist halt als Aufpasserin dadurch dabei, die Eltern von den anderen dreien aber nicht. Genau. Und daraus wurde es halt eine Band und die haben dann
Und darum ging es halt insgesamt. Die hatten dann auch noch so einen Vorstandsvorsitzender, im Prinzip der Chef von dem ganzen Großen, also der Chef vom Produzenten sozusagen, der halt eigentlich am meisten das Sagen hatte und so. Und dadurch wurde es auch immer ein bisschen spannend. Und da ging es eigentlich hauptsächlich wirklich darum, dass sie vor allem ja, eben Album aufnehmen und alles und dann auch richtige Konzerte spielen und sowas. Und da war es halt immer auch ein bisschen unsicher, kann diese Boyband an andere Boybands auch anknüpfen und so. Darum ging es am Anfang halt. Und die Band, ja, die steigt so sehr auf, dass sie irgendwann eine richtige Welttournee haben und alles und dann so richtig berühmt sind. Am Anfang sind das noch so gewöhnliche Jungs gewesen, die auch da im dem Hotel da nicht wirklich angenommen worden von anderen Leuten, weil die halt noch nicht so berühmt waren. Und dann irgendwann waren sie über diese ganzen Leute, weil sie dann da die Berühmtheit waren und so. Und das ist halt die ganze Entwicklung. Und dann gibt es eben die Folgen, wo sie Konzerte spielen und sowas. Das ist immer ganz spannend. Und ja, und da gibt es halt eben Nebenstories noch, immer eben Beziehungen und alles Mögliche. Da ist alles Mögliche dabei. Zum Beispiel auch meine spannendste Story, das. Nee, sag ich noch nicht. Nee, also es sind schon spannende Love-Stories dabei. Das gehört dazu. Und dann die kleine Schwester von dem Kendall, der, die irgendwie, sag ich mal, weit für ihr Alter ist. Also sie macht schon richtige Geschäfte und alles so. Sie kennt sich schon total mit Geschäften aus, obwohl sie erst 10 oder so ist und weiß schon, wie man mit Aktien umgeht und so. Also es ist halt, und da gibt es so einen komischen Hausmeister, der auch so komisch drauf ist. Es ist sehr abgedreht, aber es ist ganz cool und ich finde auch den Film dazu ganz gut, weil der ist halt von der Produktion her tatsächlich relativ gleich, aber der ist halt insgesamt anders. Da geht es dann tatsächlich eher so um Agenten und alles. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da geht es halt hauptsächlich darum, dass sie halt ihre Welttournee starten, die. Also es fängt im Prinzip mit dem an, womit sie in der Staffel da zuvor aufgehört haben. Also die, ich glaube, das war die zweite Staffel, die hörte eben damit auf, dass sie jetzt auf Weltturniere sein konnten und alles. Und der Film knüpfte daran an, dass sie halt in England gestartet sind, im Hyde Park aufgetreten sind, da irgendwie. Und nebenbei eine Agentenmission hatten, weil sie da in irgendeinen Fall geraten sind und so. Es ist sehr spannend. Und ich finde es halt geil, der Film fängt einfach mit Help von den Beatles an und es sind super viele Beatles-Anspieler darin. Die haben das komplette Soundtrack-Album zum Film. Besteht komplett aus Beatles Covers und ich finde das so cool. Da sind vor allem, also im Großen und Ganzen geht es halt in dem Film darum, dass einer von Big Time Rush einen Traum hat, dass sie als Band irgendeine Prinzessin aus dem Schloss retten oder sowas. Irgendwie von einem Bösewicht, der die Welt zerstören will und so. Und das träumt er aber nur und dann währenddessen sie mit so Jeeps und Quads und so dahin fahren, läuft aber das Song Help ja, von den Beatles und so. Und da geht es in dem Film ganz Zeit darum, dass er das auch schon geträumt hat und so, weil sie schon so langsam irgendwie in so einem Fall verwickelt waren, was tatsächlich gefährlich wurde. Und der hat die ganze Zeit auch davon erzählt, dass er diesen Traum halt hatte und die haben ja auch Beatles gesungen und so und irgendwie, das muss ja auch alles jetzt auch passieren und so und dann. Sind sie über so einem, das ist meine Lieblingsszene, die muss ich unbedingt erwähnen. Die sind über einen Zebrastreifen dann gelaufen und meinten so, ja, weil es im Traum passiert ist, muss es ja nicht in echt sein. Und dann stehen die da auf diesem Zebrastreifen und das sieht 1:1 aus wie dieses Cover von Beatles, wo sie über einen Zebrastreifen laufen. Ist ein sehr bekanntes Cover von denen. Und dann singen die plötzlich einfach, also. Die stehen dann da so und dann fängt da plötzlich, das hat mich ein bisschen an Julian Bam erinnert vom Stil her, plötzlich fangen die plötzlich an, irgendeinen anderen Beatles-Song zu singen, komplett in Beatles-Kleidung, irgendwie so ein bisschen vom Stil her und so. Es ist eine ganz coole Folge und es ist gerade für Leute, die so England, das Land auch mögen und so, ist es eine richtig coole Folge, weil da super viele Anspieler sind, auch was Punk angeht, Anspieler, weil
ist ja auch in England so beliebt und so. Und es ist echt ein ganz cooler Film. Der ist echt zu empfehlen. Und ich sag mal so, das ist auch so ein Film, für den muss man eigentlich nicht unbedingt die Serie geschaut haben, um irgendwas zu verstehen. Tatsächlich. Es ist relativ unabhängig, eigentlich. Ja, da geht es eigentlich im Großen und Ganzen auch darum, dass sie da im Hyde Park auftreten und so, aber ja, an sich ist das tatsächlich, was das angeht, unabhängig. Also, es ist auf jeden Fall ein ganz cool gemachter Film. Ich kannte den tatsächlich gar nicht, aber ich finde den ganz gut. Genau. Aber so viel zu dem Film auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es bei dieser Serie auch eben spannend, dass es eben, wie gesagt, so in der Bandgeschichte erzählt wird. Und ich hatte auch heute auch in meiner Story so eine lustige Szene drin, aus der Serie eben. Also jede Folge beginnt eigentlich damit, dass irgendwas schief läuft. Und dann fängt dann das Intro dann schon an. In der Szene so ein bisschen hört man schon, also der Intro-Song fängt so mit, was ich ja letztens abgespielt habe, dieses Wo-oh-oh-oh-oh. Ne? Und das ist ja der Anfang vom Intro-Song. Und es ist immer so, dass dann am Anfang der Folge immer irgendwas schief läuft und dann fängt so das Intro an mit diesen Dings halt. Ne? Und bei einer Folge war es so, dass es positiv mal angefangen hat und dann fängt dieses Intro an und so und die fragen sich so, hä, warum, oh, der hat doch gerade was Positives gesagt und so. Nee, das ist ja der Ghetto Blaster, der spielt gerade den Song Big Time Wash Up und so. Es ist halt immer cool gemacht und das ist halt so eines meiner Lieblingsszenen. Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ja. Genau, aber auch unabhängig von der Serie, die machen trotzdem auch gute Musik. Zumindest die alten Songs sind auch, finde ich, ganz gut. Sowas wie Windows Down. Da gab es auch eine Folge, wo einer von denen plötzlich gekidnappt wird von dem CEO-Chef, also von dem obersten Chef der Band so gesehen, der ihn dafür beauftragt hat, dass er die nächste Single auswählen darf. Und unbedingt aber wollte, dass es dieser eine Song ist. Und vom Gustavo Rock, also der Produzent von denen, wollte auch unbedingt, dass er diesen anderen Song da nimmt. Und das war ganz ein Streitthema von den beiden. Der eine wollte, dass es dieser Song ist, der andere dieser Song. Und haben ihn ganz halt gedrängt. Wenn er sich für diesen einen Song entscheidet, bekommt er von ihm irgendwas geschenkt und von dem anderen dann auch und so. Sowas halt. Und dann hat er sich, also die mussten das, die Single-Auswahl musste er dann beim Radiosender vorstellen. Der eine von Big Time Rush halt. Und dann hat er da die CD hingegeben. Und dann wurde es ein ganz anderer Song als die beiden. Und dann wurde es einfach Windows Down. Und ich finde es, ich habe direkt Gänsehaut bekommen, weil es so ein geiler Anfang ist mit Musikvideo, was dann gezeigt wurde und so. Weil das ein to echt toller Song ist. Das ist dieses, was an Blur Song 2 angelehnt ist, dieser Song. Und es ist echt ein geiler Song. Und ich dachte mir so, echt gute Auswahl von ihm, dass er diesen Song statt dass er gewählt hat. Ja, jedenfalls. Ja. So viel dazu. Hä? Ach so. Ja, also auf jeden Fall im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist eine Mischung aus Comedy und so weiter. Ja. Also es ist auf jeden Fall, ja. Ansonsten, ja, auf jeden Fall. Das Konzert ja beginnt auf jeden Fall in dem Sinne, wenn ihr es hört, in einer halben Woche schon. Es ist dann nicht mehr so weit. Ich werde dann auf jeden Fall in der nächsten Folge sehr davon berichten. Das ist ja direkt ein Tag danach. Nee, der Tag danach werde ich ja noch nicht berichten können, weil die Folge nehmen wir ja nächste Woche auf. Also in der übernächsten Woche werde ich vom Konzert berichten. Ja. Genau.
Ja. Will auch, aber ich bei mir Die, dauert es genau, noch. die erscheint erst am 1. März. Ja. Gut. Ansonsten, ja, vielleicht werden wir gleich den Film direkt angucken. Ich habe gerade Bock Jetzt darauf. doch. Ja. Und ansonsten, ich denke, von den Themen her, es ist halt einfach nicht so viel. Wir sind halt auch sowieso nur zu zweit. Es gibt ansonsten nichts mehr. Ich glaube, das Ja, war's genau. an der Stelle. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und mein Schlusswort ist. Help, I need somebody.